Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank-Kombi oder Kühlschrank-Tiefkühlung. Der ist 47 breit und 1,45 Meter hoch. Hier ist mein Studio zu klein. Und zwar habe ich unten den Tiefkühlschrank. 55 GS. Dann habe ich einen Kühlschrank ohne Eisfach, 76F, und obendrauf sitzen zwei Kühlmaschinen. Wir schauen uns das nachher aus der Nähe an. Ich habe jetzt hier zwei separate Türen, unten der Tiefkühler, oben ein Kühlschrank. Ich könnte die zwei Kühlmaschinen, die sind separat gesteuert, separat geregelt. Hier habe ich jetzt mechanische Thermostaten drin. Aber es gibt die Option, hier oben zwei Digitalthermostaten anzusetzen. Das habe ich jetzt verlegt, aber das ist normal bei mir. Ich habe hier ein bisschen Chaos, aber ist egal. Es gibt die Option Digitalthermostaten. Ich könnte auch die zwei Kühlmaschinen unter die Schränke setzen. Dann kommt das noch ein bisschen hoch. Ich muss nicht in die Knie. An Tiefkühler muss ich auch nicht so viel. Da muss ich auch nicht so viel hin. Ich kann das links und rechts umwandeln, das ist auch kein Problem. Wenn wir jetzt das von hinten her anschauen, von hinten sieht das nicht so toll aus. Ich habe hier die Leitung, die zum Einaggregat geht, und hier die Leitung, die zum zweiten Aggregat geht. Und hier ist eben dieser eine mechanische Thermostat, den kann ich noch nach vorne ziehen. Oder ich habe hier Digitalthermostaten, die ich oben verbauen könnte. Wir schauen uns das von oben her an. Oben ist das jetzt einfach mal draufgestellt, ohne anzuschrauben. Hier empfiehlt sich natürlich, das anzuschrauben. Hier habe ich zwei Maschinen, separat je BD35. Ich könnte auch beim Tiefkühler noch einen stärkeren einsetzen, da habe ich noch mehr Gefrierleistung. Aber hier, bei dieser Kombination, habe ich Leistung. Und hier sitzt ein Thermostat, den kann ich hier in die Blende setzen. So kann ich hier den Kühler betreiben oder den Tiefkühler, je nachdem. Und ich kann den Kühlschrank unten, kann ich natürlich dann auch als Kühlschrank verwenden. Dieser Tiefkühlschrank, wenn ich einen Digitalthermostat habe, kann ich den umstellen auf plus 5 Grad. Ich kann dann das Bier einlagern oder 8 Grad. Und so brauche ich weniger Strom unten als oben. Der Grund ist das, ich habe hier unten eine dickere Isolation als hier beim Kühlschrank. Brauche ich für einen Tiefkühler. Ich könnte aber auch nur den unten betreiben. Oder wenn ich eine kurze Fahrt mache, brauche ich nur Kühlschrank. Brauche ich nur einen Kühlschrank. Ich muss also nicht den Tiefkühler mitbetreiben. Für diese Kombination vom Energieverbrauch brauche ich oben etwa 12 Watt. Und unten 28 Watt, wenn ich minus 18 Grad fahre. Meistens sagen die Leute, ich brauche nur minus 10. Dann ist natürlich der Energieverbrauch noch viel kleiner. Ich verlinke euch hier oben den 76F als separates Gerät. Und hier oben den 55 GS auch als separates Gerät. Die sind effektiv hier nur aufeinander gestellt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.